Friends, 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 friends. Wenn deine Oma besorgt ist, dass die ganze Wurstelei in deinen Kopf reinkommt. Das war scheiße. Lass das mal. Soll ich die Kugel so abhängen? Nein, die Kugel ist doch scheißegal. Die muss man doch nicht sehen. Aber du hast einen Kopf, da kommt die ganze Wurstelei in deinen Kopf rein. Wenn du einen Chinesen so klischeehaft wie nur überhaupt möglich nachstellst. Hm, ne lecker Hund. Dich will ich gleich will speisen. Fell ist nicht mein Ding. Sorry an alle China Girls and Boys da draußen. Ich mein's natürlich nicht ernst. Wenn du dich sehr gern dreimal hintereinander erschreckst. Pardon? 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 Wenn du Ausfluss mit Auslauf verwechselst. Ich lauf aus. Ja. Ich dachte, Frauen haben nur Auslauf. Ausfluss. An der Leine, oder? Stimmt, das heißt Auslauf. Auslauf. Wenn du ein bisschen zu enthusiastisch mit deinen Barbie-Puppen spielst. Ja! Ja! Oh, nein. Ich hab... Oh, nein, es ist irgendwas abgefallen. Aber was? Der Arsch. Wenn Joey mal wieder seinen alltäglichen Aussetzer bekommt. Leute. Leute. Wenn du niemanden außer deiner Mutter hast, um dir beim Videodreh zu helfen und sie Angst hat, dich umzubringen. Diese elegante Form, komm her zu mir, Mon Amour. Oh. Ein bisschen höher, Mama, nicht da ja, unten. Ich will nichts ins Gesicht lernen. Ja, ist doch egal. Als ob der Schuh mich umbringt. Ja, natürlich. Selinas Link findet ihr unten. Selinas Link findet ihr unten leider nicht, denn sie möchte leider privat bleiben. Wenn du deinen Hund dabei stürzt, sich an der Scheide zu lecken und dafür deine gerechte Strafe bekommst. Hör doch auf, an der Scheide zu lecken. Nein. Ein Hund. Ich werde dich gleich mal speisen. Oha, die hat gerade voll geschnappt, ne? Weil ich sie gerade gestört habe, wie sie sich an ihrer Scheide geleckt hat. Wenn du dich beim Wassertrinken so richtig cool fühlst. Easy. Wenn du dein Ziel knapp verfehlst und den Schuh aus Versehen in deinen Wohnzimmerschrank wirfst. Jetzt hör sie mir endlich auf den Sack zu gehen! Hui, jetzt habe ich eventuell mit meinem Schuh die kompletten Möbel hier im ganzen Wohnzimmer getroffen. Wenn deine Oma ein sehr gutes Gedächtnis hat. Du Mann. Mann. Yo, Mann. Nochmal. Yo, Mann, was denkst du denn? Zweck ist mein zweiter Vorname. So cool, aber du hast wieder Man gesagt. Yo, Mann. Yo, Mann. Wenn deine Freunde eigentlich Videos sind, die sich nur als Menschen getarnt haben. Hallo, meine kleinen Mini-Freunde. Ich habe heute zwei ganz besondere Videos mitgebracht. Wenn deine Oma jede Anweisung von dir aufs Genaueste umsetzt. Peace out. Hallo, meine Fans. Und dann weggehen. Nicht, du kannst dich ruhig umdrehen und normal weggehen. Du musst nicht rückwärts laufen. Wenn du seit 5 Minuten nichts mehr gesehen hast und inzwischen komplett die Orientierung verloren hast. Dreh dich noch ein bisschen weiter nach links. Ja, aber du links. Bist doch da, oder? Ja. Aber du bist doch genau bei der Kamera. Ja. Hä? Damit du doch so stehen, oder? Ja. Hä? Ich habe gerade voll die Orientierung verloren. Wenn du mit dem Chris sehr zufrieden bist. Also ich muss sagen, ich bin mit diesem Chris sehr zufrieden. Mit diesem Chris? Also ich muss... Also ich muss sagen, hier diesen Chris. Oh, Scheiße. Wenn sich dein Hund auf Kommando an der Scheide lecken kann. Komm her. Ja, komm her. Jetzt leckt ihr an der Scheide. Wenn ihr meinen Instagram... Wenn ihr meinen Instagram... Wenn ihr meinen Instagram... Wenn ihr mein... Wenn ihr mein Instagram... Wenn deine Haare dir einen Strich durch die Rechnung machen. Jetzt hör die... Jetzt, ey. Ich hasse das. Wenn deine Freunde so richtig dumm sind. Die nächste Aufgabe lautet, singt mir mindestens eins meiner Lieblingslieder von Justin Bieber. And if you're here, you're singing, was? Welches denn dann? Ein anderes. Na, dann gibt's noch Sorry. Ja, ich weiß, was für Lieder von Justin Bieber gibt. Los, denn dein Versuch. Was gibt's noch? Hä? Wollt ihr mich alle verarschen? Wenn du einfach nur schönen guten Tag bei Bäckerei Bäcker sagen sollst. Schönen guten Tag bei Fräulein Bäcker. Fräulein Bäcker. Wenn man dich sehr leicht überreden kann. Ah, darf ich euch jetzt wieder so hochholen an Haaren? Oh. Auf keinen Fall, das tut richtig weh. Ach komm, nee. Das ist doch sonst langweilig. Ja, okay, aber be careful, okay? Okay, runter so. Wie schnell kann man das überreden? Nee, auf gar keinen Fall. Ja, okay, aber sei vorsichtig. Und diese elegante Form, komm her zu mir, Mon Amour.
Ja, Mama, vielleicht auch treffen? Wenn Dylan ganz random mitten im Video einfach aufsteht und sich in den Raum stellt. Okay, aber ihr habt beide den Punkt nicht bekommen. Hä? Nur Dylan den Zusatzpunkt. Ja, das, hä? Ja. Was machst du eigentlich hier hinten? Kannst du bitte sitzen bleiben? Hallo, meine kleinen Mini-Freunde. Ich habe heute zwei ganz besondere Menschen mitgebracht, die ihr eigentlich beide schon kennen müsstet, denn sie kamen schon in meinen beiden Videos vor. In meinen beiden Videos. Die zwei Videos, die du auf deinem Kanal hast. Wenn du der Sonne einen Spitznamen gibst, als wäre sie ein guter alter Freund. Also ich fand das jetzt ziemlich lustig. Oh nein, jetzt ist Sun da. Wenn du, weil du nicht sehen kannst, die ganze Zeit außerhalb vom Bild bist und dich deine Schwester einfach knallhart bis zum Ende tanzen lässt. Muss noch mal. Wenn du total fasziniert von deinem ausgetrockneten Gebiss bist. Ah, hier unten ist so trocken, ey. Oh, das ist richtig Hässchen. Schön, ey, das ist so richtig trocken. Wenn du dich jetzt abmachen kannst. So, Mama, mach's ab. Wenn du wirklich so gar nicht weißt, was du sagen sollst. Wenn du deinen Kopf verlierst. Dich doch, du blöde Kackkuh. Wenn du einfach zu dumm bist, einen ganz normalen Satz zu sagen. Celinas Link findet ihr leider nicht in der Beschreibung, denn sie möchte leider privat. Celinas Link findet ihr in der Beschreibung. Celina. Mann! So, meine kleinen Mini-Freunde, ich hoffe. Oh, es ist so hässlich, ne? Boah.